Ritschel, Sie bereiten sich ja im Grunde schon auf die Verbandsliga vor. Wie analysiert man so ein Spiel und was für eine Analyse ziehen Sie heute? Ja, zum Spiel, es war ja, wie es der Peter schon gesagt hat, in der ersten Halbzeit konnten wir eigentlich gut mithalten. Ja, das macht unsere Mannschaft immer. Wir haben so Phasen, wo wir dabei sind, auch ein ebenbürtiger Gegner zu sein. Uns fehlt es einfach über die Dauer, ja, über 90 Minuten das abzurufen. Und dann fehlt uns auch die, in der entscheidenden Situation die Qualität, ja, gerade im letzten Drittel, um ein Tor zu erzielen. Sie stecken ja in der Vorbereitung für die Verbandsliga, ich habe es schon gesagt. Spielen mit einer sehr jungen Mannschaft. Was können Sie uns über die jetzige Situation sagen? Wie geht es da voran? Ja, also wir haben jetzt von Neuverpflichtungen den Kerim Akac von Strümpfelbrunn, der schon mal in Neckarelz war, dann den Michael Bitz von Schwetzingen, den Simon Malinowski, der schon mal da war, Lukas Böhm, der von Eppingen dazu stößt, der auch schon in Neckarelz mal war, und den Stefan Stützel. Also haben wir schon 5 Neuzugänge akquiriert. Von dem aktuellen Kader werden ca. 10 bleiben, ja, mit denen wir auch schon die Verträge geschlossen haben. Und dann sind wir natürlich jetzt noch auf der Suche, 4-5 Spieler da dazu zu holen. Erfahrene Spieler vor allen Dingen. Also keine Jungen mehr, da haben wir genügend. Uns fehlt einfach ein gewisser Erfahrungsschatz, ja, im Team. Ist es schwierig, die Mannschaft zu motivieren bei den Oberligaspielen, weil man ja eigentlich damit rechnet, jedes Mal so ein Packlet zu bekommen? Ja, mir gehen es halt immer so an. Wir haben die Chance, eine Überraschung zu sorgen, ja, Woche für Woche. Die Mannschaft zieht mit im Training. Also die Anzahl der Spieler, was im Training angeht, ist auch top. Ja, ich denke, die Mannschaft zieht es auch so. Irgendwann vielleicht aus den letzten 5 Spielen noch eine Überraschung sorgen und dann hätten wir schon unser Ziel erreicht. Was verfolgen Sie denn jetzt noch für Ziele kurzfristig und langfristig insgesamt mit der Mannschaft? Also kurzfristig, wie gesagt, den einen oder anderen Punkt noch holen in den letzten 5 Spielen und langfristig eben in der Verbandsliga sich zu etablieren, da eine gute Mannschaft zu stellen, um dann auch wieder den einen oder anderen Sieg einzufahren, um eben auch, wie gesagt, diesen freien Fall zu stoppen in Neckarelz. Herr Ritschel, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank.